Kayvan Shrike ist wohl mit Abstand der dekorierteste Space Marine, den die Raven Guard in ihrer jüngsten Geschichte gesehen hat. Er bewies sich früh, stieg schnell zum Captain der gefürchteten dritten Kompanie auf und bekleidet nun den Rang des Ordensmeisters. Alles über seinen Werdegang, seine Einsätze und die Psyche dieses Meisters der Kriegsführung besprechen wir heute. Kayvan wurde auf dem Planeten Kiawa geboren, einer Fabrikwelt im Segmentum Tempestus. Die vielen Militärfabriken der Welt produzieren nahezu sämtlichen Kriegsbedarf für die Raven Guard, deren Heimatwelt Deliverance der ehemalige Gefängnismond im Orbit um Kiawa ist. Somit ist der Planet unter der direkten Kontrolle des Adeptus Astartes und auch legales Rekrutierungsgebiet für den Space Marine Orden. Shrike wuchs in der zentralen Makropole von Kiawa auf. Wir haben leider keinerlei Aufzeichnungen über seine Eltern oder seinen Geburtsnamen. Kayvan Shrike ist ein Kriegername, wie er unter der Raven Guard üblich ist. Kayvan ist eine Erinnerung an eine Person aus seiner Jugend und Shrike sind eine Spezies von Raubvögeln auf Kiawa. Der namenlose Weise durchstreifte die unteren Ebenen seiner Heimatstadt, gefangen zwischen Gangaktivität, Diebstahl und Existenzangst. Er arbeitete als Bote für die Tarkal-Gilde, einer Gang, und verdiente sich so ein erbärmliches Auskommen. Sein Glück sollte sich wenden, als er eines Abends von Mitgliedern einer rivalisierten Gang durch die Straßen gehetzt wurde. Immer wieder gelang es ihm, seinen Verfolgern zu entgehen, sich zu verstecken und auszuharren. Er ernährte sich von Moos, Pilzen und dreckigen Regenwasserpfützen. Eine komplette Woche stahl er sich durch die Schatten, umging seine Verfolger und blieb unentdeckt. Leider waren die Feinde zu zahlreich und zu entschlossen. Sie trieben ihn schlussendlich aus seinem Versteck und in die Ecke. Ohne Ausweg kämpfte der Junge wie ein Tier und tötete 4 seiner Häscher, bevor sie ihn bewusstlos schlugen und in ihr Versteck zerrten. Hoch oben über den Köpfen der Gangs beobachteten jedoch 2 weitere Gestalten die Jagd schon seit einiger Zeit. Ungesehen von den einfachen Bewohnern der Makropole schlichen ein paar Chaplains der Raven Guard über die Dächer der unteren Ebene. Und der namenlose Junge hatte ihr Interesse geweckt. Nachdem der Weise ins Versteck der Gang gebracht wurde, folterten seine Rivalen ihn. Sie wollten Informationen, Routen und Namen. Der Junge hielt dicht. Kein Wort verließ seine Lippen, trotz der höllischen Schmerzen. Nicht nur das, es gelang ihm sogar, sich zu befreien und aus dem Versteck zu entkommen. Während er erneut vor den Gangmitgliedern floh, tötete er 3 weitere und versuchte, sein Katz-und-Maus-Spiel zu wiederholen. Diesmal griffen allerdings die Astartes ein. Sie sprangen aus ihrem Versteck hervor, töteten die Verfolger und nahmen den Jungen mit sich. Das verwirrte Straßenkind wehrte sich mit Händen und Füßen, hatte jedoch nicht den Hauch einer Chance. Selbst als sie den Jungen zu ihrer Festung auf Deliverance brachten, blieb er skeptisch. Er rannte fort, versteckte sich vor seinen Lehrmeistern in den Tiefen der Abtei und floh, sobald sie ihn entdeckten. Die Raven Guard blieb aber geduldig. Sie erkannten das schiere Talent des Kindes und führten ihn langsam an die Lehren des Imperators heran. Sie zeigten ihm Wege, seine Begabung einzusetzen, zu verfeinern und lockten ihn mit Übungen, in denen er seine natürlichen Neigungen zum Verstecken voll ausleben konnte. Schnell wurde er zum besten Neophyten seiner Generation. Mit den Werkzeugen und dem Wissen der Raven Guard konnte er sich Stunden vor den übermenschlichen Astartes verstecken und dem Blick einfacher Menschen Monate entgehen. Schon bald wurde er, wie bei der Raven Guard üblich, in die 10. Kompanie aufgenommen und durfte sich einen Kriegernamen aussuchen. Er wählte Kayvan Shrike, wie vorhin bereits erwähnt, und begann seinen Dienst in den Reihen der Racheengel des Imperators. Shrike konnte sein Potenzial aus der Ausbildung während den ersten Jahrzehnten im Feld verfeinern und formte sich selbst zu einem Meister der Tarnung, exzellentem Guerillataktiker und Hinterhaltsexperten. Sein Aufstieg in die regulären Truppen geschah schnell und er wurde in die 3. Kompanie eingeteilt, den sogenannten Ghost Stalkers, unter Captain Corvin Severax. Severax' Führung war enorm wichtig für Kayvan. Der Captain der 3. Kompanie war einer der begabtesten Astartes der Raven Guard, ein exzellenter Mentor und Paradebeispiel der Ordensphilosophie. Unter so einem respektierten Schlachtenbruder dienen zu dürfen, sensibilisierte Shrike für die Verantwortung, die Führungspositionen mit sich bringen und die gewaltige Last, die ihre Pflicht am Imperium ihnen auferlegt. Die Zeit in der Ordensfestung formte das rohe Potenzial Shrikes zu einer perfekten Waffe. Doch die Zeit unter Corvin Severax verwandelte den widerspenstigen Straßenjungen in einen respektablen, verantwortungsbewussten und ehrbaren Ordensbruder. Wie lange Shrike in der 3. Kompanie diente, ist unklar, doch als Corvin Severax zum Ordensmeister berufen wurde, hinterließ er Kayvan seinen Posten als Shadow Captain der 3. Kompanie. Shrike akzeptierte die Ehre und führte seine Truppen im Geiste seines Mentors weiter.
Wie schon ihr Genvater, Generationen vor ihnen, führten sowohl Severax als auch Shrike ihre Truppen von der Front. Sie erwarteten nichts, was sie nicht selbst tun würden, und waren stets im Feld, um ihre eigene Speerarbeit zu leisten. Kayvan hatte seinen Vorgänger jedoch vielleicht sogar etwas voraus. Geduld. Severax war stets bemüht, selbst ins Geschehen einzugreifen, selbst tätig zu werden und den Ausgang einer Schlacht selbst zu entscheiden. Shrike hatte schon früh im Leben gelernt, dass es oft besser war, den Feind zu beobachten, abzuwarten und ihm zu erlauben, seine eigenen Fehler zu machen. Shrike erkannte Gelegenheiten und war geduldig genug, auf sie zu warten, wohingegen Severax sich eine Chance selbst schuf. Beide Vorgehensweisen haben ihre Vor- und Nachteile, doch ich wollte diesen Unterschied einmal besonders hervorheben, um zu zeigen, dass Shrike trotz des großen Einflusses seines Mentors niemals dazu überging, ihn einfach zu kopieren. Er brachte stets seine eigene Philosophie und Taktik in jede Situation. Gerade in der Raven Guard, einem Orden, der von seinen Astartes ein hohes Maß an Autonomität hinter feindlichen Reihen erfordert, ist diese Form von Selbstsicherheit außerordentlich erwünscht. Seine Qualitäten konnte Shrike schnell unter Beweis stellen. Der Warboss Skullcrack steuerte den imperialen Planeten Targus 8 an und seine dritte Kompanie wurde in die Schlacht geschickt. Die Kampagne auf Targus war Kayvan Shrikes Meisterstück. Der Moment, der ihn als imperialen Helden etablierte und Imperialen im ganzen System Hoffnung gab. War Skullcrack war eine gewaltige Ork-Invasion, die nahezu das gesamte Targus-System umspannte. Die dritte Kompanie der Raven Guard wurde auf Targus 8 eingesetzt, mit dem expliziten Auftrag, die planetaren Verteidigungsgeschütze auszuschalten, die von den Orks übernommen wurden. Während der Landung wurde der Thunderhawk seines Trupps jedoch abgeschossen und Shrike landete mit seinen Männern im Feindgebiet. Anstatt jedoch eine Extraktion anzufordern oder sich zur eigenen Front durchzuschlagen, begann er einen Guerillakrieg hinter feindlichen Linien. Sabotage von Geschützen, Überfälle auf Konvois, Hinterhalte und sogar gezielte Attentate. Zwei ganze Jahre verbrachten Shrike und seine Raven Guard im Ork-Gebiet. Während dieser Zeit sammelten sie essentielle Informationen für die imperialen Bemühungen, verhinderten wichtige Truppenbewegungen und töteten Dutzende hochrangige Ork-Bosse. Die Raven Guard-Veteranen und ihr Captain waren laut imperialen Angaben persönlich dafür verantwortlich, die Dauer der Kriegshandlungen um mehrere Jahre zu reduzieren. Immer wieder erschienen die düsteren Raubvögel in schon verloren geglaubten Gebieten, retteten tausende imperiale Soldaten und wurden zu einer gefürchteten Legende unter den Ork-Boys. Ein wichtiges Detail, das Kayvan und seine Männer zu einigen effektivsten Ork-Jäger im Imperium machte, war ihre Art der Kriegsführung. Sie attackierten schnell und verschwanden noch schneller. Sie gaben den Orks keinen Kampf, lediglich Verluste. Dies erlaubte es der Raven Guard nicht nur über so lange Zeit zu überleben, weiterhin frustrierte es die Orks ungemein. Orks leben für den Kampf, sie haben keine höheren strategischen Ziele, sie kämpfen, weil es alles ist, was sie kennen und können. Kayvan Shrike gab ihnen jedoch keinen Kampf, und so erreichte er etwas, das kaum jemand in der Geschichte der Galaxis jemals von sich behaupten konnte. Er versaute den Orks die Lust am Krieg. Die Orks hatten schlichtweg keinen Bock mehr, auf Targus 8 zu kämpfen. Er brach ihren Kampfgeist nicht durch Furcht oder Verluste, sondern durch Frustration. Dank Shrikes zahlreichen Sabotageakten verbrachten viele Grünhäute Wochen damit, ihre Fahrzeuge zu reparieren und steckten Meilen hinter der Front fest. Nicht nur fehlten den Kampfhandlungen damit Soldaten, die Reservetruppen langweilten sich und fingen an, einander zu bekämpfen. Die Menge an indirekten Verlusten, die Raven Guard so verursachte, ist massiv. Jene Veteranen, die diese Guerilla-Kampagne mit Shrike führten, wurden als Shrikes Wing bekannt und agieren seither als eine Art Spezialeinsatztruppe in der dritten Kompanie. Der Captain erhielt für seine individuelle Leistung die imperialen Lorbeeren, eine der höchsten Auszeichnungen für Heldenmut, die das Imperium verleihen kann. Mit solchen Errungenschaften in seiner Dienstakte qualifizierte Kayvan sich und seine dritte Kompanie für einige der schwersten Einsätze, die Raven Guard übernehmen sollte. Sein nächstes Einsatzgebiet war die imperiale Welt Quintus. Die Welt hatte sich in offener Rebellion gegen das Imperium erhoben und es wurde ersichtlich, dass ein Kontingent aus Alpha Legion und Nightlords Verrätern für den Aufstand verantwortlich waren. Die Befreiung des Planeten brachte Shrikes Kompanie sogar von Angesicht zu Angesicht mit einem Dämonenprinzen namens Voldorius, dessen Eliminierung die kombinierten Kräfte der Raven Guard und White Scars benötigte. Zwei Orden, die sich traditionell eher als Rivalen betrachten, durch die Jagd auf den Verräter jedoch eine Menge Respekt voreinander gewannen. Zumindest insofern man von Kayvan Shrike und Khosaro Khan spricht, die für die Operation verantwortlich waren. Die beiden heldenhaften Astartes besiegten den Dämonenprinzen schließlich im Nahkampf und schmückten sich so nur noch weiter mit Verdienstorden und Ruhm. Der Grund für meine eher kurze Behandlung dieser Kooperation mit den White Scars ist, dass ich mehr Zeit für die Praefectia-Kampagne einräumen möchte.
denn Shrikes Kampf gegen die Tau gibt mir nicht nur endlich die Möglichkeit, mal über was anderes zu reden als den Konflikt zwischen Imperium und Chaos oder Imperium und Orks, sondern ist auch mit Abstand der prägendste Einsatz für den Captain der Dritten. Gemeinsam mit 7 weiteren Space Marine Orden, darunter auch Kosaro Khans White Scars, stellten sich die Astartes den Bemühungen der dritten Expansionssphäre der Tau gegenüber. 12 Tau-Septen attackierten das System mit einem besonderen Fokus auf den Minenplaneten Praefectia. Als die Space Marines im Orden ankamen, hatten die Xenos bereits eine starke Präsenz auf Praefectia und im Besonderen der zentralen Festungsmakropole etabliert. Die Astartes koordinierten ihre Invasion und landeten die Truppen aller 8 Orden binnen nur einer Stunde auf dem Planeten. Ihre Strategie bestand darin, die Tau in einer überwältigenden und überraschenden Darstellung von Gewalt zu überwinden, einen Brückenkopf zu etablieren, weitere Truppen zu landen und dann mit permanentem Druck die Front immer weiter voranzutreiben. Shrikes dritte Kompanie wurde aus der initialen Landung herausgehalten und mit einem besonderen Auftrag betraut. Sie würden leicht verspät anlanden, sich hinter die Frontlinien der Tau und White Scars begeben, um zu versuchen, die örtliche Tau-Kommandostruktur zu vernichten. Für diese Operation standen Shrike neben seiner Kompanie noch Teile der 2., Späher der 10. und sogar einige Veteranen der 1. Kompanie zur Verfügung. Wie immer beobachtete er seine Feinde geduldig, attackierte reserviert und versuchte, Schwachstellen in ihrer Organisation zu finden. Diesmal jedoch hatte Kaivan Shrike einen Feind auf Augenhöhe vor sich. Shas'o Shasera, Commander Shadow Sun, die begabteste Stealth-Befehlshaberin des gesamten Tau-Imperiums und Oberkommandantin der dritten Expansionssphäre. Shadow Sun erlaubte keine Fehler, zumindest keine, die groß genug wären, ihren Kriegsbemühungen zu schaden. Natürlich konnte die Raven Guard immer mal wieder einige Truppenbewegungen behindern, Konvois überfallen oder Rückzugswege abschneiden. Doch ihre eigentlichen Mission, der Beseitigung der Tau-Kommandostruktur, kamen sie einfach nicht näher. Shrike erkannte recht bald, dass seine momentane Taktik nicht die erwünschten Resultate hervorbrachte und änderte seinen Fokus zur Unterstützung von Kosaro Khans Vorstoß. Anstatt weiter auf Shadow Suns Fehler zu hoffen, koordinierte Shrike seine Hinterhaltstaktiken mit den schnellen Schocktruppen der White Scars. Entweder würde die Raven Guard den Feind überraschen, zwingen seine Formation zu brechen und dann von den White Scars überrumpeln lassen, oder die White Scars trieben die Tau vor sich her, direkt in die vorbereiteten Positionen der Raven Guard. Diese simple, aber effektive Taktik half dabei, das Schlachtenglück langsam zu wenden. Ordensmeister Corvin Severax sah die Chance, den so entstandenen Vorteil weiter auszunutzen und autorisierte den Einsatz der Reservetruppen unter seinem persönlichen Kommando. Die neue Taktik sah vor, dass Severax Raven Guard eine gezielte Reihe von Zerstörungsmissionen auf die Tau-Truppenverbände richteten, die White Scars den Großteil der Xenos-Streitkräfte an der Front beschäftigten und die dritte Kompanie unter Shrike jeden Versuch, Severax Truppen in den Rücken zu fallen, mit Hinterhelden strafte. Anstatt jedoch zu versuchen, den Space Marines im Kampf zu begegnen, zog Shadow Sun den Großteil ihrer Ghost-Kampfverbände von der Front ab und führte sie in den Rücken der imperialen Truppen. Mit der Raven Guard in der Offensive und den White Scars in vollem Einsatz entstand eine große Lücke zwischen den Astartes und ihren Unterstützungstruppen der imperialen Armee. Die Space Marines verließen sich tatsächlich enorm auf die imperiale Armee, insbesondere für Luftunterstützung und Artillerie, da die Astartes beides nicht in einem strategisch relevanten Ausmaß leisten konnten. Shadow Sun erkannte die Bedeutung dieser Artilleriestellung und vor allem auch den Mangel an Kommunikation zwischen der Garde und den Astartes. Als die Tau mit getarnten Ghost-Keel-Kampfanzügen nahe der imperialen Befestigung auftauchten, gab es daher kaum Warnung für die Gardisten und es blieb ihnen nichts anderes übrig, als einen verzweifelten Hilferuf zu senden. Mit den White Scars an der Front blieb nur die Raven Guard, um zu helfen. Doch natürlich hatte Shadow Sun damit gerechnet. Severax und Shrikes Truppen liefen in ein absolutes Massaker. Ghost-Keel-Kampfanzüge, Tau-Kampfverbände und Shadow Sun selbst kesselten die Astartes ein und begannen sie zu dezimieren. Hunderte Astartes fielen Shadow Suns Taktik zum Opfer. Sogar Ordensmeister Severax wurde von ihr tödlich verwundet. Lediglich ein heldenhafter Vorstoß von Captain Shrike und seinen Veteranen rettete einen kläglichen Rest der Raven Guard Einsatzkräfte. Dies war einer der absoluten Tiefpunkte der modernen Geschichte des Ordens. Doch selbst verwundet und führerlos organisierte Shrike noch in derselben Nacht eine Mission zur Rettung der Gensaat seiner Brüder. Unter Einsatz seines eigenen Lebens extrahierte er mit seinen Brüdern das Vermächtnis des Ordens und sicherte somit das weitere Bestehen der Raven Guard. Währenddessen verbreitete sich die Nachricht von Ordensmeister Severax Tod. Die Captains der Raven Guard Kompanie begannen rasch, sich über die Astropaten zu beraten und zogen sogar Maneus Kalgar, den Ordensmeister der Ultramarines, in beratender Funktion hinzu.
Der neue Ordensmeister der Raven Guard musste nicht nur als Vertreter des Ordens agieren, er musste weiterhin die auf Präfektia eingesetzten Truppen kommandieren und koordinieren können. Hierfür benötigte es eine Persönlichkeit, die außerhalb des Ordens, am besten im gesamten Imperium, für ihre Fähigkeiten und Loyalität respektiert wurde. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, die Wahl musste auf Kayvan Shrike fallen. Leider konnte Shrike zwar das Erbe seines Ordens retten, doch die Präfektia-Kampagne war zum Scheitern verurteilt. Die Expansion der Tau war exzellent geplant, meisterlich durchgeführt und mit Shadow Sun hatten sie eine der talentiertesten Befehlshaber der Galaxis an ihrer Spitze. Selbst die vereinte Macht der 8 Space Marine Orden und eines ganzen Hauses Imperial Knights konnte den Planeten oder gar das System nicht retten. Das Imperium zog sich zurück, zum wunden Lecken, und das Sternreich der Tau befestigte seine neuen Welten. Es gibt natürlich noch mehr taktische Feinheiten um die Präfektia-Kampagne herum, aber da es mir in dieser Vorlesung um Kayvan Shrike als Charakter und nicht um den Krieg der dritten Expansionssphäre geht, sparen wir uns das für ein andermal. Mit Robut Gullimans Wiederkehr und dem Anbruch der Indomitus-Ära erkannte Shrike eine große Chance für die Raven Guard. Der Kampf gegen die Tau hatte sie an den Rand der Vernichtung gebracht, doch die Ultima-Gründung und das Versprechen des Primaris Rubicons versprach Verstärkung, die Shrikes Brüder dringend benötigten. Trotz den möglichen Vorteilen war die Entscheidung alles andere als einstimmig. Viele Captains wehrten sich vehement gegen das Rubicon. Manche aus religiösen Gründen, manche aus Misstrauen, doch die meisten hielten es einfach für zu gefährlich. Die Umwandlung eines erstgeborenen Space Marines zum Primaris ist außerordentlich gefährlich und binnen so kurzer Zeit einen weiteren Ordensmeister zu verlieren, schien katastrophal. Shrike ließ sich aber nicht beirren. Er wusste, dass sein Orden die Hilfe benötigte und dass er als Ordensmeister vorangehen musste. Shrike würde niemals etwas von seinen Brüdern verlangen, das er nicht selbst bereit wäre zu tun. Alleine deswegen musste er der Erste sein. Glücklicherweise verlief die Prozedur ohne Zwischenfälle und der Meister der Schatten kehrte gestärkt zu seinem Orden zurück. Über die nächsten Jahre füllten sich die Ränge der Raven Guard mit den neuen Brüdern der Ultima-Gründung und als das Imperium zum Indomitus-Kreuzzug aufrief, stand die Raven Guard bereit. Während den Kriegshandlungen bewiesen Shrike und seine Krieger einmal mehr ihre taktische Brillanz und ihren unverzichtbaren Wert für das Imperium. Stets hinter feindlichen Linien gewannen sie Schlacht um Schlacht, ohne dass der Feind oder der Freund jemals von ihrer Anwesenheit erfuhren. Robot Gulliman sprach des Öfteren in hohen Tönen von der Raven Guard und würdigte sowohl Orden als auch Ordensmeister mit zahlreichen Auszeichnungen. Shrike schien jedoch zunehmend unruhiger zu werden. Während des Indomitus-Kreuzzugs erkannte er wieder und wieder den Einfluss seines Meisters Corvin Sevrax an sich. Er ertappte sich dabei, denselben unbändigen Stolz zu fühlen und immer wieder an vorderster Front zu agieren. Das war seine Natur, deswegen hatte Sevrax ihn ausgewählt. Doch der Tod seines Mentors hatte ihm die unausweichlichen Gefahren dieser Herangehensweise aufgezeigt und er wusste, dass derselbe Kriegertod irgendwann auf ihn wartete. Shrike war nun Ordensmeister. Das Wohl der Raven Guard und das Gewicht all ihrer Traditionen lastete auf seinen Schultern. Er musste über sein eigenes Leben hinausdenken. So schickte er seine Captains auf Missionen in verschiedene Ecken der Galaxis. Keiner wusste vom Auftrag des anderen, doch sie alle wurden getestet. Getestet, um zu sehen, wer Shrikes Nachfolger antreten könnte. Denn Kayvan wusste um seine eigenen Schwächen und die Raven Guard brauchte einen Nachfolger, der besser sein konnte. Denn das sieht Shrike als seine ultimative Aufgabe. Den Orden nicht nur zu erhalten, sondern zu verbessern, die Zukunft seiner Brüder zu sichern und somit zu garantieren, dass sie noch viele Millennia über das Imperium wachen können. Das, meine Lieben, war meine Vorlesung zum Ordensmeister der Raven Guard. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr segnet das Video mit einem Like und einem Kommentar. Danke für eure Aufmerksamkeit und besonderer Lehrmeister Shoutout geht an Andy, Beutolov, Dragonas22, Entity of Slanesh, Jack, Roy Tikai, Lomfi, Magus Dominus Scipio, Mogi, Sockenloser, Destromann, Marcel R., Mattes und Manuel G. Bis zum nächsten Mal, bleibt glorreich!